Perfekt. Wer wird jetzt wieder reingerutscht? Peter, sehen Sie doch mal in der Liste nach. Die werden im Aktenordner. Also, dieser Krach hier macht mich nur wahnsinnig. Wenn er die überhaupt nicht mehr fertig? Doch, wenn uns der Auftrag für Reimers durch die Lappen gegangen ist. Ja, der hat gut reden. Uns läuft die Zeit hier davon. Ich krieg hier einfach keine vernünftigen Daten über US Compatible System her. Herr Behringer, ich fürchte, wir kommen nicht drum rum, uns in neue Datensysteme einzukaufen, wenn wir in den Staaten Fuß fassen wollen. So, wo soll ich das Geld hernehmen? Nein, nicht mal so schaffen, wenn ich die ganze Nacht hier sitzen bleibe. Also, ich werd doch wahnsinnig! Maria! 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 Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Strom ist weg, kurzer. Maria? Maria? Ach, wo ist denn schon wieder? Es werden schon die da drum gewesen sein. Herrschaftszeit, Herr Behringer, was haben Sie denn jetzt schon wieder mit diesem Computer anstellen? Es ist ja gar kein Strom mehr da. Meine Waschmaschine geht an und dabei bräuchte ich es gerade echt so notwendig. Herr Behringer, das wollte ich Ihnen schon lange mal sagen. Also das Zimmer von der Dame, ich sag Ihnen, das ist ein einziger Saustall. Ach, seit das Mädel aus Amerika gekommen ist, ist noch schlimmer wie vorher. Ja. Ja, Herr Behringer, was ist denn jetzt mit meiner Waschmaschine? Allmächtiger, der Strom ist wieder da. Bitte, der Blind. Herr Behringer, der Strom ist wieder da. Verdammt nochmal, die Klamotten müssen bis zum 25. fertig sein. Das ist doch nur für ein paar Tage. Wenn ich nicht auf diese Modemesse fahre, kann ich meinen Job gleich vergessen. Ich hab's euch rechtzeitig gesagt. Mailand ist nun mal sowas wie ein Stress. Du glaubst, das geht immer alles so nebenbei. Was ist das? Mami, ihr packt das schon. Du bist doch auch froh, wenn du den Kleinen mal ein bisschen für dich hast. Ich weiß, aber hast du eine Vorstellung, wie es bei uns zu Hause zugeht? Ja, okay, du, da... Ich hab keinen Butler. Ja, das klappt schon. Mami, du sagst doch immer, ich soll Tizia nicht zum Kindermädchen geben. Ja, sicher, aber... Und ich sage nein. Also, wann willst du den vorbeibringen? Also, es ist alles schon zusammengepackt. Klamotten und so. Du brauchst jetzt nur noch den Kindersitz und gewickelt ist er auch schon. Und vorgefüttert hast du ihn auch schon. Na, Alex, du machst es dir wirklich ein bisschen leicht. Ich kann nicht. Ich habe einen Termin um 11 beim Makler. Also, wo ist meine Handtasche? Wo hätte es denn so ein kleiner Mann schöner als bei seiner lieben Omi? Hm? Die mit richtig viel Liebe verwöhnen kann. Hm? Und für unsere liebe Omi und unseren lieben Opi haben wir sogar noch eine Überraschung. Wolfi hat zwei Spitzenplätze besorgt. Für was? Fürs Theater? Nein, für die Oper. Morgen Abend Galavorstellung. Ja, aber ich hab doch jetzt den Tizian. Lässt eben die Erna kommen. Hier. Ich finde überhaupt, Papi und du, ihr solltet euch mal wieder so einen richtig schönen Abend gönnen. Liebe Frau Behringer, ich will ja nicht unhöflich sein, aber wir müssen los. Bitte. Ich hab's dem Charlie versprochen. Ich kann ihn nicht warten lassen. Ciao, Tizian. Alexander, komm. Was wird denn überhaupt gespielt? Wolfi wird schon noch einen Wagen aus der Garage. Gleich, Alex. Keine Ahnung, tut mir leid.
So, das sind die Sachen für Tizian. Tschüss, mein Kleiner. Und wenn wir es zeitlich noch schaffen, dann kommen wir noch bei euch vorbei. Tschüss. Sandra. Ja. Schöne Zeit, Frau Beringer. Tschüss. Immer in Eile, deine Mama. Hm? Immer den Kopf voller Pläne und Wünsche. Manchmal gehst du nur noch so nebenher. Und die Katja, du, weißt du die Katja? Was wird die drum geben, so ein Kerlchen zu haben wie dich? So. Höchste Zeit für eine kreative Pause. Um hier voranzukommen, brauche ich Ruhe. Ruhe! Werde ich den Herrschaften da oben eine kleine Verschnaufpause gönnen. Das Haus kann warten, aber Reiners nicht. Stündchen erhabener Stille liegt vor uns. Nix wäre an die Arbeit. Was ist denn los, Peter? Was haben Sie denn? Das ist gerade gekommen. Weitere Daten dringendst benötigt. Zusätzliche Vernetzung erforderlich. Geschäftsabschluss andernfalls nicht zu realisieren. Wie stellt sich da rein, was das vor? Das kostet ein Wahnsinnsgeld. Jetzt platzt mir aber endgültig der Kahn! Hier, bitte. Jede Woche in allen wichtigen Zeitungen. Also mehr kann ich nur wirklich nicht machen. Ich weiß es ja. Tizian, das tut doch den Bäumen weh. Ach, lassen Sie das doch. Das erledigen wir schon. Also, sobald ich den wenigen potenziellen Interessenten das mit den drei alten Frauen erzähle, dem langfristigen Mietvertrag. Ja, aber davon kann doch ein neuer Käufer nur profitieren. Denn so schlecht ist die Miete auch wieder nicht. Frau Beringer, die Leute wollen selbst da rein. Die suchen ein nettes Häuschen zum Wohnen. Geldanleger können wir mit so einem Objekt nicht bedienen. Außerdem so überwältigend, wie Sie meinen, ist die Miete nun auch wieder nicht. Tizian, lass das jetzt bitte. Aber so ein Haus muss doch zu verkaufen sein. Wir können dir die Zinsen für das neue Haus bald nicht mehr aufbringen, wenn wir nicht endlich das alte verkaufen. Eben. Aber für den Preis werden Sie die Hütte im Leben nicht los. Am besten, Sie korrigieren Ihre Preisvorstellungen ganz kräftig nach unten. Entschuldigen Sie, ich habe das Gefühl, ich bin beim falschen Makler. Das ist alles. Also hören Sie. Tizian. Ich habe das Gefühl, wir stecken ganz schön alle in der Scheiße. Komm, wir gehen, wir zwei. Nur keine Angst, Frau Flanagan. Ich bin ja auch noch da. Die fachlichen Dinge überlassen Sie ruhig mir. Hauptsache, ich kann in puncto Übersetzung auf Sie zählen. Wenn nicht alles gespickt ist mit Fachausdrücken, kein Problem. Bitteschön. Was mir bei einer Messe besonders wichtig erscheint, ist der richtige Umgang mit den Kunden. Ein sicheres Auftreten, ein sympathisches Äußeres und vor allem ein... Und jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Eine attraktive Erscheinung mit einer Art sichtbarem Charme, der den Kunden sofort anspricht. Und deshalb haben Sie mich ausgesucht. Sie kommen also mit? Einverstanden. Oh, bestens. Was Sie an geschäftlichen Dingen noch wissen müssen, erzähle ich Ihnen übermorgen auf der Fahrt. Topfennudeln mit Sauerkraut. Aber ich glaube, die Topfennudeln, die sind mir nicht ganz gelungen. Ja, wenigstens ist nach meinem Rezept gekocht worden, oder? Papa, gibst du, du bist eigentlich sauer, dass nicht du die neue Küche eingeweiht hast. Also bei Papi sehen sie mal ein bisschen anders aus. Interessant. Mhm. Und
eigentlich zu sagen. Gut. Das ist ein neues Rezept. Mehlnudeln mit Topfen. Zement. Oh, Lore. Zement ja. Aber Topfen? Ihr seid scheußlich. Euch schmeckt es immer nur, wenn der Papi kocht. Also für mich ist die Topfnudelsaison jetzt beendet. Ich gehe jetzt mal telefonieren und besorge uns eine saftige Pizza. Nächster, wir essen das Sauerkraut. Das ist gesund. Und weich. Ach, nur mit Preiselbeeren. Oder Ketchup. Schluss jetzt. Unsere liebe Mama hat sich große Mühe gegeben. Themawechsel. Übermorgen fahre ich nach Nürnberg. Was? Ja, mit Herrn John auf die Spielzeugmesse. Wer ist der Herr John? Ja, heute hat sich entschieden, dass Katja bei Herrn John arbeiten wird. Das ist ja interessant. Warum sagt mir da keiner was? Wie war's denn beim Makler? Der Tietzchen hat das halbe Büro auseinandergenommen und der Makler hat mir erklärt, dass wir mit dem Preis unbedingt ein bisschen runtergehen müssen. Der spinnt wohl. Keine Mark gehe ich runter. Das ist ja total unfähig. Aber du warst doch mit dem Makler einverstanden. Er muss einen anderen Makler suchen. Aber du hast natürlich keine Zeit, du musst hier Großmutter spielen. Die können sich ja auch einmal um ihr Kind kümmern. Komm, lass das Kind aus dem Spiel. Hier, Mami, Preiselbeeren für die bitteren Stunden des Lebens. Flori, bitte. Jetzt ist er gerade eingeschlafen. Maria, es tut mir leid, aber im Moment ist mir irgendwie alles zu viel. Mach dir doch um das Haus nicht so viel Sorgen. Wir schaffen das schon. Da müssen wir wieder ausspannen. Was anderes denken. So, ich habe eine Idee. Lass uns doch mal wieder in die Oper gehen. In die Oper? Ja. Was soll ich denn in der Oper? Nein, Marie, also dafür habe ich wirklich keinen Kopf im Auge. Du, ich habe aber zwei Karten für eine Gala-Vorstellung von Wolfi und Alex. Sehr nett, aber ich habe einfach keine Zeit. Oh, komm, jetzt ist er wieder aufgewacht. Außerdem, was wissen wir mit dem Schreihals in der Oper? Hey, komm, jetzt tun wir niemand rein. Jetzt tun wir schön schlafen. Ja, ich bin hier. Maria, Schätzchen, ich war einfach nicht vorbereitet auf deine unerwartete Rückkehr aus den Staaten. Im Augenblick hast du also nichts. Du bist die Erste, an die ich denke, wenn sich irgendetwas ergibt. Entschuldige, du machst mich wirklich ganz nervös mit diesem Blöden herumgelaufen. Kunststück. Frage nicht nach meinem Seelendiagramm. Eine Katastrophe, sag ich dir. Hast immer noch Probleme mit Christian, hm? Nonverbale Kommunikation. Unsere Dialoge beschränken sich auf den Austausch einzelner Worte. Butter verbraucht, Schlüssel steckt, Post keine Ende. Und wie lange wollt ihr dieses Spiel noch spielen? Ihr leidet doch beide unter der Situation. Schau, wenn du den Christian am ausgestreckten Arm verhungern lässt, dann tut's dir doch am meisten weh. Du, ich habe eine Idee. Ich habe hier zwei Opernkarten. Nationaltheater, ein wunderbarer Grund zur Versöhnung. Ein schöner Abend, zu zweit. Hm? Erst in die Oper, dann schnucklig japanisch essen und dann, was wird eigentlich gespielt? Keine Ahnung, tut mir leid. Warum gehen wir nicht in ein japanisches No-Spiel? Oder gleich zu den Sumo-Ringern und hinterher bringst du mich mit Fugo um? Carla bestimmt, wie lange der Kalte Krieg dauert. Carla reicht die Hand zur Versöhnung. Carla bestimmt die Friedensbedingungen. Aber Chrissilein will sich weder dazu vergewaltigen lassen, in die Oper zu gehen, noch in ein japanisches Restaurant oder sonst irgendwohin. Ich habe diese ewigen Bevormundungen satt. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Bist du jetzt fertig? Oh nein, jetzt fange ich erst an. Der gutmütige Chrissy hat keine Lust mehr, jeden Tick von Frau Chefredakteurin mitzumachen. Zuerst der ganze esoterische Quatsch und jetzt sind wir bei der Nipponitis. Wir leben in München und nicht in Yokohama. Spießer. Arme Wirre. Man muss sich hingeben können.
Du bist nur lau. Lau und engstirnig. Von mir aus. Ich spiele nun mal lieber Schach als Go. Esse lieber einen saftigen Schweinsbraten als Sojabohnenquark mit getrocknetem Seetang. Und wenn ich Tee trinken will, dann muss es schwarzer sein und nicht grüner. Und ich will nicht gezwungen sein, mit einem Pinsel das ganze Zeug schaumig schlagen zu müssen. Ich bin kein Mönch. Das hättest du nicht extra zu betonen brauchen. So ist das also. Die ganze Zeit schon hast du mich verraten und missbraucht. Und bist jetzt erst Manns genug, mir endlich zu gestehen, dass du mir die ganze Zeit nur Theater vorgespielt hast? Wer von uns beiden ist jetzt dran, einen stilvollen Harakiri zu begehen? Lass es gut sein, Chrissea. Leb du dein Leben, wie es dir Spaß macht. Ich, arme Wirre, werde dich jedenfalls nicht länger mit meinem Spleen belästigen. 3 Tage gebe ich dir, um deinen Kram hier aufzuräumen. Pack deine Sachen und geh. Was ist denn jetzt das? Das ist der Kompost. Der Misthaufen. Oh, Bärchen. Bonsai ist eine interessante Freizeitgestaltung für alle Naturfreunde, die die Aufzucht von heimischen Bäumen erleben wollen. Im Wohnzimmer. Ihr spinnt's alle miteinander ein bisschen, mit eurem Japan-Tick. Wer kann das jetzt noch sein, um die Zeit? Ich habe keine Ahnung. Ja, Carla, das ist ja eine... Sag mal, hast du Krach gehabt? Ja, Carla, Menschenskind, was denn los? Mutter, ich brauche einfach in den schweren Stunden einen Menschen, mit dem ich reden kann und der mich versteht. Oje, da verschwinde ich los. Ich habe jetzt nur das Nötigste eingepackt. Ich werde morgen verreisen. Ich habe hier 2 Opernkarten für euch. Wie schön. Grüß Gott, mein Name ist Behringer. Ich bin bei Herrn Dr. Tannhäuser angemeldet. 2. Stock, Raum 218. Bitte. Danke. Herr Behringer, ja? Guten Tag. Grüß Gott. Bitte. Danke. Ich habe Ihre Unterlagen schon mal fertig machen lassen. Die gewünschte Vernetzung und die erforderlichen Zusatzdaten können wir Ihnen für 40.000 anbieten. Für wie viel, bitte? Das ist selbstverständlich nur ein Einstandspreis, ein Entgegenkommen von unserer Seite. Wir gehen davon aus, dass Sie auch in der Folge weiterhin mit uns zusammenarbeiten, aber 40.000, das ist das absolute Minimum. Tja, das muss ich mir noch mal genau überlegen. Aber Bärchen, sei doch nicht so stur. Das hat mit Stursein überhaupt nichts zu tun. Schon in meiner Jugend war das Sonntagskonzert im Radio immer die Begleitmusik zum Mittagessen. Ich mag die Singerei einfach nicht. Bärchen, mir zuliebe. Ich kann keine Arie mehr hören, ohne dass ich dabei an Knödel denke. Ja, wann bekommt man schon mal Karten fürs Nationaltheater? Ich gehe nicht ins Theater und wenn du mich zahlen lässt dafür und in die Oper schon gleich gar nicht. Aber Bärchen, wenn ich dich darum bitte. Und ich bitte dich darum, dass du mich mit deiner Kultur verschonst. Du bist und bleibst ein sturer, desinteressierter Banause. Ja, ja, und zum Schluss bleibt euch Behringers immer der beleidigte Abgang. Alle Welt tut euch Unrecht. Ich bin nicht beleidigt. Ich halte nur mein Versprechen. Der Banause hilft seiner Familie im neuen Haus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schau, das muss ich alles mitnehmen nach Nürnberg. Geht's auch gern mitkommen, was? Mama, beeil dich bitte! Grüß Gott. Gott. Schokopost für Tami. Bitte schön. Danke. Und ein Päckchen für Frau Behringer.
für meine Mutter. Bitte schön. Danke sehr. Also, dann wiedersehen. Wiedersehen. Mama! Post für dich! Warte mal. Das ist doch Mary. Das ist aus Amerika. Mary's Famous Original Bavarian Cookbook. Dolmetscher überflüssig, hm? Eigentlich ist das ja Poppys Buch. Ach, das wäre ohne dich nie erschienen. Und ein Scheck über 3000 Dollar. Mama, wir werden noch reich, ich sag's dir. Ich gratuliere dir. Du sagst den anderen noch nichts davon. Damit mache ich dem Flori eine Freude. Na, so geht's jetzt schon. Du müsst eigentlich passen. Erstmal einschalten. Was? Ja, Moment doch. Da muss ich doch erst die Sicherung wieder neu machen. Oh Mann, Opa, die ist doch viel zu kurz. Die klebt doch fast an der Decke. Also, da hört sich doch alles auf. Glaubst du vielleicht, ich bin dein Kasperl? Macht's euch doch euer Schmarrn allein. Take it easy. Ich lass mich nicht rumkommandieren und von dir schon gleich gar nicht. Dass du das weißt. Mei, dann lassen wir sie halt so hängen. Hast du aufgehabt mit Ilse? Mann. Don't worry, be happy. Die Ilse geht heute in die Oper. Was? Aber ohne mich. Du lässt sie alleine los, Tigern. Ja, freilich. Jetzt fangst du auch noch an. Wieso? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ach so, deshalb bist du heute so knatschig. Ja, was soll ich denn bei den feinen Pünktchen? Da pass ich doch überhaupt nicht hin. Komm, komm. Du hast nur keinen Bock. Jetzt willst du dich rausreden. Das hat damit gar nichts zu tun. Natürlich hat's das. No love, no future. Ja, du redst dich leicht mit deinen altklugen Sprüchen. Was weißt denn du schon? Warte mal. Machst du mir noch mein Regal? Nein, danke. Arbeit lenkt von Problemen ab. Heute ganz bestimmt nicht. Außerdem habe ich auch daheim noch was zu tun. Hoffentlich störe ich Sie nicht gerade, Herr Peter, wo Sie doch immer so fleißig sind. Anna, ich muss hier noch schnell diese Rechnungen fertig machen. Gell, eine kleine Brotzeit hätte nicht schaden. Das schauen Sie, ich habe Ihnen den Ringos zusammengekriegt. Saure Züpfel. Wissen Sie, das ist eine Spezialität aus Flügel. Ja, aber eigentlich hatte ich Herrn Behringer versprochen. Behringer, der ist ja andauernd so nervös. Der merkt ja gar nicht, was er an Ihnen hat. Sie müssen ja auch mal ein wenig Pause machen, ne? Dann schalten Sie mal den Computer aus. Sie ruinieren sich doch nur die Augen, was man allerweil so hört. So. Prost, Herr Bede. Prost, Frau Erna. Tut mir leid, der Krach wegen dieser blöden Karten. Bitte versteh mich, ich hatte mich so gefreut, der Abend mit dir wäre so schön gewesen. Vergiss doch den Streit, bitte. Deine Ilse. Auf den gelungenen Geschäftsabschluss. Den ich nicht zuletzt Ihnen zu verdanken habe, Simon. Hoi, ist das für uns? Ja, ich hatte seit Tagen schon mal wieder richtig Lust, Japanisch zu essen. Seit ich einen Artikel über japanische Esskultur gelesen habe, ich glaube, das war in der Metropolitan. Tja dann, itadakimasu. Wie bitte? Ich lasse mir es schmecken. Bitte Sie auch. Ich auch. Warum lächeln Sie? Weil Sie gerade die Metropolitan erwähnt haben. Meine Mutter schreibt ab und zu für das Magazin. Schmeckt ja köstlich. Wissen Sie, was das ist? Ja, das ist Maguro, ein blauer Thunfisch, eine Sashimi-Delikatesse. Maguro. Ich habe eine große Bitte. Ja? Darf ich Katja zu Ihnen sagen?
Nichts gegen Ihren wunderschönen irischen Namen, aber Frau Flanagan, das klingt doch schrecklich förmlich. Bitte? Und wenn wir schon dabei sind, Katja, habe ich noch einen Wunsch. Noch einen? Eher eine Hoffnung. Was Sie heute auf der Spielzeugmesse geleistet haben, fand ich fabelhaft. Kompliment. Danke. Und daher meine Frage, wollen Sie bei mir in der Firma einsteigen? Als meine rechte Hand. Ihr Angebot ehrt mich, aber kommt das nicht ein bisschen plötzlich? Sie kennen mich doch noch gar nicht. Sie müssen sich ja nicht sofort entscheiden. Lassen Sie sich die ganze Sache in Ruhe durch den Kopf gehen. Entschuldigen Sie, wo ist denn die Garderobe? Hier rechts. Ja, grüß Gott. Bitte darf ich mal Ihre Karten sehen. Die habe ich doch gerade schon hergezeigt. So, bitte, es geht so. Also Raum, zweite Reihe, Tür 1. Sie, da sind Sie bei mir falsch. Was, falsch? Na ja. Geben Sie mal her, Sie sind eh schon so spät dran. Sie müssen nämlich ganz nah auf. Ach, ja, da die Garderobe. Ach so, ja. Am besten ist, Sie nehmen den Lift. Dabei. Ja, halt, meine Karten brauche ich auch noch. Ach so, ja. Danke. Wo ist denn der Lift, bitte? Beim Feuer noch schon weg. Ja, danke. Hallo, hallo, wo wollen Sie denn hin? Sie können doch jetzt nicht rein. Wissen Sie eigentlich, wo Sie sind? Ja, zeig mir mal Ihre Karte. Ja, ich hab doch nicht gewusst, dass die schon angefangen haben. Nicht gewusst, zu spät sind Sie gekommen und völlig verkehrt. Wieso? Sie sind hier auf der Galerie und die Karte ist doch unten im Raum. Ach so. Aber ja. Na, dann geh ich gleich runter, gell? Ja, Sie können doch jetzt nicht rein. Hören Sie mal, erst nach der Pause. Ach, was. Bitte sehr. Sie entschuldigen Sie. Ja. Wo ist denn da die Bar? Die Bar, die ist unten im Parkett. Sie, aber die macht fein erst zur Pause auf. Und wann ist die Pause? Ja, so in eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden? Ach, Sie sind gut. Was tue ich denn in der Zwischenzeit? Warten. Na no. Welch seltener Gast verbirgt sich denn hinter dieser Zeitung? Wie meinst du das? Dass du Gott sei Dank zum Zeitunglesen noch ein bisschen Zeit findest. Seitdem du selbstständig arbeitest und im Haus bist, haben wir überhaupt nichts mehr voneinander. Naja, also viel Zeit hast du ja momentan für mich auch nicht. Muss ich schon mal mit der Alexa Wörtchen reden. Von ihrer Mutterrolle scheint sie eine ziemlich lockere Auffassung zu haben. Es geht aber nicht um die Alex. Es geht um uns. Fang bitte nicht wieder mit der Oper an. Keine Sorge, die Vorstellung läuft bereits. Und die Karten haben Carlo und Christian. Wer hat die Karten? Der Carlo und Christian. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, komm rein. Ich denke, du bist mit Carla in der Oper. Was für eine Carla? Was für eine Oper? Ja, Christian! Ich hab gedacht, du bist... Nicht in der Oper. Wir haben es vorgezogen, getrennt in die Einsamkeit zu marschieren. Ich muss das doch nicht alles verstehen, oder?
Also bitte, was soll das heißen? Carla hat mich verlassen. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben uns getrennt. Endgültig und unwiderruflich. Sag mal, hast du vielleicht was getrunken? Ja, ein bisschen gefeiert. Angestoßen auf einen Mann mit Vergangenheit, der wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blickt. Da oben verlangt auch einer nach so einem Fläschchen. Oh, apropos Fläschchen. Ich hab gedacht, bei euch renkt sich alles wieder ein. Ja, dann hätte ich mich selbst verleugnen müssen. Möchtest du dein Dasein in einem Japan-Museum als lebendes Requisit verbringen? Mit Stäbchen bei eingeschlafenen Füßen rohen Fisch essen? Ich nicht. Drei Mark, bitte. Das ist ein strammer Mann, mein Lieber. Das ist die Tochter. Ah, das ist Schwester. Das ist mein Ältester. Ja. Da war er nur ein junger Hupfer. Was sind Sie? Heute ist er Ingenieur im Sozialamt. Ja, was? Das war Anna 51. Ja, da haben wir noch jeden Pfennig umdrehen müssen. Wenn man daran denkt, dann weiß man erst, wie gut es uns heute wieder geht. Na, wirklich, ja. Schauen Sie sich die Kleider von den Leuten an. Grüß Gott. Also für mich da. Da hat es immer ein Anzug von der Stange getan. In der Beziehung, da bin ich überhaupt recht sparsam. Und heute habe ich mir sogar die Bar sparen können, weil Sie so freundlich zu mir waren. Vergeht's gut. Ja, also ein Cognac habe ich für immer dabei. Der hat sich schon sehr bewährt. Ja, wenn zum Beispiel einem schlecht geworden ist, wie Ihnen halt, beinahe. Ja, hat nicht viel gefehlt. Geht's anscheinend weiter. Was habe ich wieder für einen Platz? Rang rechts, Reihe 2, Platz 54. Jetzt weiß ich es wieder. Also, ich komme dann noch mal vorbei, natürlich. Ja. Gell? Auf Wiederschauen, einstweilen. Wiederschauen, viel Vergnügen. Entschuldigung, bitte. Sieh, das ist mein Platz, junger Mann. Ach, tatsächlich? Tatsächlich, jawohl. Also, bitteschön, sind Sie so gut, ja. Da haben Sie aber lange gebraucht, bis Sie Ihren Platz gefunden haben. Reden Sie nicht so dumm daher. Zeigen Sie mir lieber einmal Ihre Karte, wenn Sie schon nicht aufstehen wollen. Die brauche ich nicht mehr. Sie wissen doch, bleibt ein Platz bis zur Pause leer, dann gehört er dem Ersten, der ihn sich dann nimmt. Ungeschriebenes Theatergesetz. Junger Mann, nun stehen Sie doch bitte endlich auf. Theatergesetz, so ein Schmarrn. Das ist mein rechtmäßiger Platz da. Schauen Sie her. Den Trick mit dem Garderobenzettel, den kenne ich ja noch gar nicht. Gute Idee. Kompliment. Aber leider, sorry, ich war als Erster. Ludwig! Bärchen! Du, das ist aber. Darf ich bitte mal durch? Entschuldigen Sie, Bärchen, wo kommst du? Entschuldigung, wo kommst du denn her? Ja, das ist eine lange Geschichte, das erzähle ich gern nach. Ja, komm, setz dich erst mal auf deinen Platz, bitte. Ja? Das geht doch Warum? Nicht. Ja, weil mir der Kerl den Platz da weggeschnappt hat. Und ich kann nichts beweisen, weil ich meine Karte in der Garderobe habe liegen lassen. Und ich wollte doch eine Freude machen. Bärchen, du machst mir die größte Freude. Und jetzt setze dich inzwischen auf meinen Platz. Komm, komm, komm. Nein, Lise, Sie sind ja nichts. Ich warte draußen auf dich. Wiedersehen. Jetzt setzen Sie sich doch bitte. Lassen Sie mich raus, das halte ich ja nicht aus. Na, da bist du ja. Mein Gott, bin ich froh. Ja, Pärchen, was ist denn los? Okay, das ist doch der reinste Wahnsinn. Das hält doch ein normaler Mensch überhaupt nicht aus. Ja, wieso? Hat dir die Musik nicht gefallen? Deinetwegen hätte ich sie ertragen, aber was soll ich denn da drin ohne dich? Pärchen, weißt du was? Wir lassen uns den Abend nicht vermiesen. Wir machen jetzt einen drauf. Wir ziehen von Kneipe zu Kneipe. In dem Aufzug? Du willst anscheinend die Leute erschrecken, was?
Du begreifst gar nichts, Familienvater. Niemandem Erklärungen schuldig zu sein, das ist für mich Freiheit und Selbstverwirklichung. Ach, und das wird dir erst jetzt richtig bewusst? Du musst gerade reden. Wer war denn erst kürzlich drauf und dran? Also ich muss jetzt ins Bett. Ich muss morgen früh fit sein. Okay, entschuldige. Sag mal, kann ich bei euch übernachten? Jetzt, wo dir die Welt offen steht? Ja, ich habe schon ein bisschen was getrunken und dann möchte ich nicht mehr mit dem Auto fahren. Okay. Mach dir oben dein Bett. Aber mach dir meinetwegen keine Mühe. Wo gehst du denn jetzt hin? Klamotten aus dem Auto holen. Was glauben Sie, Katja, wie erfolgreich wir beide miteinander sein können? Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Sagen Sie ja. Sie hatten versprochen, mich nicht zu drängen. Ich mache Ihnen ein Angebot. Nächste Woche. Verhandlungen mit unserem französischen Partner. 3 Tage Paris. Zeit genug, um in Ruhe die Konditionen zu besprechen. Ich glaube nicht, dass mir diese Konditionen zusagen, Herr Dr. John. Ach, Sie missverstehen mich, Katja. Wir sehen uns morgen beim Frühstück. Whisky. Einen Scotch, Bourbon oder Irish? Irgendeinen, nur keinen irischen. Ich habe noch einen gebraucht. Bin gestolpert. Entschuldigung. Die große Freiheit. Die große Leere. Kannst du dir vorstellen, wie deprimierend das ist? Morgens alleine frühstücken. Alles um dich herum schweigt dich an. Stelle ich mir ganz erholsam vor. Die einsamen Nächte in einem viel zu groß gewordenen Bett. Vielleicht solltest du mal die Wohnung wechseln. Danke für dein Mitgefühl. Mitgefühl? Schwärmst bedauern von deinem neuen Leben vor und dann soll ich hier deinen Katzenjammer bemitleiden. Du bist ein schöner Freund. Was spricht man mal von dem, was einen im tiefsten Inneren bewegt? Sucht Trost und Zuspruch. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Aber es musste ja immer schon was Extravagantes sein für den Herrn, nicht? Mit was Gewöhnlichem gibt man sich ja nicht ab. Begreifst du denn nicht, dass es hier nicht nur alleine um Carla geht? Jetzt kommen wir da zurück auf den Boden. Die Gelegenheit ist günstig. Mach was aus deiner Freiheit. Verschwinde in dein Bett, küss deine Frau oder beschäftige dich mit deinen Akten, aber kümmere dich nicht um mich und vergeude deine Zeit. Gib's doch zu. Du liebst sie noch immer. Ja. Verdammt nochmal. Ja. Das ist ja merkwürdig. Laut Bankauszug hat da seit 4 Tagen keine Kontobewegung mehr stattgefunden. Ist die Reparatur für den Fotokopierer noch nicht abgebucht? Die Überweisung ist schon seit über einer Woche raus. Spur, nichts haben Sie überwiesen. Bis auf die Abbuchung zugunsten der Bank wegen unseres Kredits. Haben Sie Ihr Gehalt bekommen? Nee, bis jetzt jedenfalls noch nicht. Also Peter, warum sagen Sie denn da nichts? Da müssen Sie sich doch rühren, wenn ich Rindvieh das schon nicht merke. Am Anfang dachte ich, da hätte sich nur bei der Bank was verschoben. Ja, das
Es tut mir leid, dass ich das verpennt habe. Ich fürchte, die haben uns einen Hahn zugedreht. Das gibt's doch nicht. Ohne uns was zu sagen? Das werden wir gleich sehen. Kompliment, gnädige Frau. Da haben Sie eine wirklich vorzügliche Wahl getroffen. Ich hoffe, sie gefällt, mein Mann. Es ist nämlich ein Geschenk. Eine Überraschung. Die wird Ihnen gelingen. Mit diesem Modell. Eine unserer exklusivsten Kreationen. Und Sie liefern noch heute Nachmittag. Ich kann mich darauf verlassen. Absolut, gnädige Frau. Und die Rechnung bitte an mich. Ganz persönlich. Florian, du? So früh? Was heißt früh? Es ist fast Mittag. Ich habe noch gar nicht auf die Uhr geschaut. Komm rein. Es war spät gestern Nacht. Also, so spät sind wir schon lange nicht mehr ins Bett gekommen. Aber es war schön. Es war ein wunderschöner Abend. Ich müsste mal mit meinem Vater sprechen. Du, ist das wichtig? Der war heute noch nicht ansprechbar. Es könnte schwierig werden. Na ja, ich kann es ja versuchen, nicht? Ludwig! Ludwig! Wer ist es denn? Dein Sohn! Sag mal, hättest du nicht Zeit gehabt bis später? Was willst du denn schon mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht ist gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ja nicht gewusst, dass ihr so spät ins Bett. Ja, jetzt sag schon, was los ist. Vater, es ist wichtig. Ich kann nicht mehr länger warten. Setz dich erst einmal hin. Ist was passiert? Nein. Das heißt, du, den Blick von dir kenne ich. Du willst doch was von mir. Ja, ich habe ein bisschen Probleme. Probleme? Momentan geht nichts voran. Kriegt das alte Haus nicht los, im neuen herrscht das Chaos. In der Firma geht's nicht weiter und jetzt macht mir die Bank auch noch Schwierigkeiten. Ich bin an einem Punkt, wo... Ach so, du brauchst da Geld? Ja. Warum bist du da nicht schon früher zu mir gekommen? Ich hab gedacht, ich schaff's allein. Aber jetzt brauchst du mich doch. Es ist nur für kurze Zeit. Ich bin an einem großen Auftrag dran. Wenn der klappt, dann bin ich aus dem Schlimmsten raus. Aber momentan... Wie viel? Ich habe gedacht, wenn ich zur Bank gehen könnte und sagen, dass du... Wie viel, habe ich dich gefragt? 20.000. Besser noch 25. 25.000? Das ist ein ganz schönes Geld so auf einmal. Vater, du kannst ruhig Zinsen von mir verlangen. Jetzt red doch kein Schmarrn. Du zahlst mir's zurück, wenn du kannst. Ich geh gleich heute noch auf die Bank. Ich danke dir. Ja, ist schon recht. Er kommt! Eine Überraschung. Ist irgendwas? Komm. Die Augen zu. Geh mal rein. Augen ja. Zu. So, jetzt komm. Hier geht's hoch. Ja. Noch ein bisschen. So, und jetzt Augen auf. Gefällt sie dir? Wann hast du es gekauft? Sag, ist sie nicht schön? Ich glaube, ich träume. Wieso?
Bist du denn wahnsinnig? Ich schuf da unten wie ein Pferd und ihr schmeißt das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus. Flori. Das Zeug muss sofort zurück auf der Stelle. Flori, bitte alles, aber nicht in dem Ton. Sind wir pleite, müssen wir ausziehen. Halt den Mund und verschwind. Lieber Flori, was ist denn in dich gefahren? Du hast überhaupt nichts verstanden. Das ist doch ein Geschenk von mir für dich, bezahlt mit meinem Geld. Mit dir bezahlt? Ja. Da kann ich ja nur lachen. Ja, von was denn? Katja, zeig's ihm. Bitte. Ist ja egal, mir ist die Freude vergangen. Soll ich vielleicht einmal hinaufschauen zum Dizian? Nein, ich geh schon. Kein Wunder, dass der aufwacht bei dem Geschrei. Gratuliere. Und daraufhin kaufst du so eine sündteure Couchgarnitur. Ja, daraufhin. Ja, bist du denn noch zu retten? Maria, bist du denn wirklich so naiv? Geld auszugeben für etwas, das wir überhaupt nicht brauchen können. Die alte Couch war doch tadellos. Ja, wer garantiert dir denn, dass ich das Buch überhaupt verkaufe? Ich habe nur das Geld ausgegeben, was ich mit meiner Arbeit als Anzahlung bekommen habe. Ja, wer hat denn seinen großartigen Job aufgegeben und dieses leichtsinnige Abenteuer mit der Firma angefangen? Bravo, bravo, nur weiter so. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass du meine Entscheidung mal mitgetragen hast. Ja, aber ich habe... Ich bin ja der gutwillige Trottel, auf den jeder losgehen kann. Herr Behringer, könnten Sie bitte ins Büro kommen? Ich habe irgendwie die ganze Zeit den Gedanken verdrängt, dass der US-Auftrag auch noch platzen könnte. Was denn? Das ist doch erst der Anfang. Morgen brennt mir das Haus ab, meine Frau lässt sich scheiden und ich fahre im Vollrausch mit dem Auto gegen eine Betonmauer. Feierabend, Freunde! Maria, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich schmeiß den Laden hin. Warum hast du nie was gesagt, wie es um deine Firma steht? Ich habe alles falsch gemacht. Tut mir leid, Maria. Warum frisst du nur immer alles in dich hinein? Komm her. Du bist wie ein kleiner Junge, der seine Abenteuer alleine bestehen muss. Aber du darfst jetzt nicht aufgeben, hörst du? Wir schaffen das, wir beide. Uns kriegt so leicht keiner klein.